Hallo, ich bin Alex von BlackCamp bzw. einer der Erfinder von BlackCamp und ich zeige euch heute mal das Südtiroler Taschenmesser unter den Mini-Caravans. Wir fangen an hier bei der großen Tür an der Seite mit zwei Alu-Verschlüssen, also nicht so ein Plastikzeug, richtig cool, zum Versperren auch. Hier haben wir unsere Küche beziehungsweise die ganzen Küchenmöbel. Wir haben hier einen Auszug verbaut, den kann man binnen weniger Sekunden rausziehen und dann habe ich hier eine richtig coole Outdoor-Küche. Tür kann man arretieren, dann habe ich gleichzeitig einen Windschutz. Schalten wir mal das Licht ein, dass wir besser sehen. So, also was haben wir hier? Natürlich den Kühlschrank. Sind 63 Liter, wir haben ein Gefrierfach drinnen. Wie man sieht, hat jede Menge Bierplatz, guter Südtiroler Wein. Hier haben wir einen Gewürztraminer aus Tramin. Der Kühlschrank kühlt übrigens richtig gut. Also man muss hier aufpassen, dass man den nur auf Minimum eingestellt hat, sonst friert alles ab. Gekocht wird mit Gas. Wir haben hier einen Herd von Thetford verbaut. Das ist ein sehr hochwertiger Herd. Wir haben den gewählt, weil einmal die Kochfelder vertieft sind. Das bietet einfach noch besseren Schutz, wenn es mal windig ist. Und zudem haben wir den gewählt, weil hier ein starker Brenner mit 2,5 kW verbaut ist. Und das heißt, ich kann hier mal richtig schnell auch Wasser zum Kochen bringen, gerade wenn ich mal Spaghetti machen will oder was Gutes kochen will. Uns war generell die Küche extrem wichtig, weil mein Bruder und ich extrem gern kochen und gerade auch im Urlaub wollen wir nicht irgendwie nur auf so einem kleinen Gaskocherchen da unsere Ravioli machen, sondern wir wollen schon mal auch was Ordentliches machen. Deshalb auch die Spüle hier, ebenfalls von Thetford. Schaut nicht nur cool aus mit dem schwarzen Email, sondern ist einfach auch von den Dimensionen her super. Das heißt, die ist richtig groß. Ich kann hier auch mal was abspülen. Ich kann mir hier mal die Haare waschen. Und ja, Wasserhahn ist ganz simpel mit Mikroschalter. Geht elektrisch. So, machen wir hier mal zu. Übrigens, wir haben hier so coole Filzabdeckungen. Die schützen zum einen das Glas, dass es nicht zerkratzt und ich sehe dann auch nicht immer diese schmierigen Fingerabdrücke. Zudem schauen sie auch cool aus. Unter der Küche haben wir den Abwassertank. Haben wir einmal 20 Liter. Den muss man halt dann regelmäßig entnehmen und ausleeren. Hier haben wir einen Mülleimer verbaut. Den könnte man dann auch seitlich festmachen, wenn ich mal irgendwo länger stehe, dass er leichter zugänglich ist. Und hier noch eine Schiebetür. Da drinnen haben wir die Gasflasche verbaut. Da passen die Gasflaschen zum Beispiel von Campinggas rein. Das ist jetzt die kleinere, es wird auch die größere passen. Und ja, dadurch, dass wir ja mit Gas nur kochen, komme ich auch mal zu dritt, zu viert, locker 4-5 Wochen aus, wenn ich jeden Tag dreimal koche. Stauraum für Töpfe, Geschirr, was ich auch immer möchte. So, dieses Möbelteil hier, das haben wir als Option, bieten wir das an. Also standardmäßig kommt der Anhänger hier ohne dem Kasten. Einfach weil viele Kunden, und dazu kommen wir später, den Laderaum einfach für große Sachen, Go-Kart oder sowas nutzen wollen und dann wird der stören. Hier könnt ihr mal reinschauen, da haben wir jetzt zum Beispiel die Teller drin, Gläser, so kleine Kisten. Von Ikea zum Beispiel. Das ganze Besteck in der Besteckschublade. Hier, diese Schublade hier ist sehr gut für Lebensmittel. Und noch eine kleine Schublade für, keine Ahnung, Schneidbretter, Messer, ja. Ganz cool und serienmäßig bei uns. Unser Bieröffner mit Magnet. Das heißt, wenn ihr euer Bier öffnet, zack, fällt der Kronkorken nicht immer runter. Von Silvi haben wir so Gewürzgläser dran,
alles mit Magnet, sieht fancy aus, kann man gut gebrauchen. Pfeffer, Salz, Paprika, wie gesagt, wir kochen gerne. Auch hier Weingläser eben für den Gewürztraminer, dass man dann abends mal sich hier chillig hinhockt und mal so ein Gläschen Wein trinkt. Ja, der Rest ist alles Deko, also ist nicht dabei beim Preis. Zum Preis kommen wir später. So, dann gehen wir mal nach hinten. Da haben wir nämlich eine zweite Tür. Immer mit denselben Verschlüssen. Zack. Macht man auf. Und dann gibt es immer den Wow-Effekt bei den Kunden, wenn sie sehen, wie viel Platz hier drin eigentlich ist. Ich mache jetzt gleich mal unseren Auszug raus, dann sehen wir besser rein. Ganz einfach rauszuziehen, der rastet dann ein. So. Den Auszug hier kann man ganz individuell gestalten. Also wir bieten so ein Bike-Kit an. Da haben wir dann standardmäßig zwei Bike-Halter dabei, die wir übrigens auch selber entwickelt haben und selber machen. Und die bieten wir auch separat zum Verkauf an. Kommt sehr gut an, weil es gibt halt in die Richtung nichts Vergleichbares, also nichts in der Qualität. Wir haben Platz für vier Fahrräder hier, beziehungsweise vier, sage ich mal, große, auch E-Bikes, und es wird sogar noch ein fünftes kleines Kinderfahrrad reinpassen. Wie man hier auch sieht, können wir Euroboxen raufmachen für Wanderausrüstung, Kletterzeug und so weiter. Man kann das auch ganz einfach für die ganzen Urlaubsmaterialien, wenn ich sage, ich fahre am Strand, ich nehme mein Stand-Up-Paddle mit, ich nehme meine Luftmatratzen mit, meine Handtücher und so weiter, da hat man jede Menge Platz. Auch hier die Tür zum Arretieren. Serienmäßig so ein kleines Netz hier von Keeper. Das finde ich selber relativ cool, weil ja, die schauen nicht nur gut aus, sondern man kann hier alles Mögliche auch reinstecken und es hält auch während der Fahrt gut drinnen. Mach mal das Licht an. Sieht man jetzt nicht gut, weil wir haben hier unser Zusatzbett verbaut, das jetzt das Licht ein bisschen abdeckt. Ich mache das gerade mal runter. Diese Option, die haben wir auf Anfrage von Kunden gemacht, weil immer wieder mal die Nachfrage kam, was mache ich, wenn ich jetzt drei Kinder habe, dann wird es im Dachzelt doch ein bisschen eng. Dann hat man einfach die Möglichkeit, hier nochmals zwei Kinder unterzukriegen. Beziehungsweise bei der längeren Variante eventuell auch für zwei Erwachsene geeignet oder wenn die nicht so groß sind. Wir haben hier eine Liegelänge von 1,75 Meter und Breite 1,20 Meter. Also ist auch relativ geräumig. Wir haben ein schönes Fenster an der Seite, kann man auch komplett verdunkeln. Es hat ein Fliegengitter zum Zumachen. Und ja, wie gesagt, das ist eine Option, also man muss das nicht zwingend nehmen. Wir haben ganz viele, die reisen zu zweit oder maximal mit einem Kind. Und dann reicht das Dachzelt vollkommen aus. So, hier an der Seite haben wir dieses Element hier, das wir zum einen als zusätzlich nochmal Stauraum verwenden. Also das Wort Stauraum, das ist bei uns sehr groß geschrieben. Das kann ich nur allzu oft verwenden. Hier haben wir Elektronik, das heißt zwei Schuko-Steckdosen. Ich habe einen Zigarettenanzünder für 12 Volt, den Batterietrennschalter. Und ja, jetzt in dieser Variante haben wir zum Beispiel einen Spannungswandler verbaut. Das heißt, ich kann den hier anmachen. Zack. Und habe dann ohne Landstromanschluss 230 Volt im Ausgang. Sehr cool, wenn ich gerade freistehen will oder mal länger in der Wildnis rumfahre, kann ich hier eben Föhn anschließen, ich kann meine E-Bikes laden, kann diese coole Lichterkette hier anstecken. Ja, zur Technik. Wir verbauen standardmäßig einen Gel-Akku mit 95 Ampere-Stunden. Der sitzt im Anhänger ganz unten. Das haben wir so gemacht, damit der Schwerpunkt einfach so tief wie möglich sitzt. Und ist leicht zugänglich von innen. Also wir haben so eine große Inspektionsluke.
Die möchte ich jetzt nicht öffnen. Man sieht eigentlich relativ wenig. Wir haben da die Batterie drin, wir haben die Sicherungen drin. Hier in dem Fall, wie gesagt, den Spannungswandler und unser Wassertank. Den Wassertank haben wir mit 60 Litern gewählt, weil das so eine gute Größe ist, wenn ich auch mal mehrere Tage wegfahre und nicht immer im Camping bin. Dann habe ich einfach genug Wasser mit, kann duschen und es zum Abspülen nehmen. So, ich glaube, hier sind wir mehr oder weniger durch. Dann gehen wir mal... Ah ja, das hatte ich vergessen. Hier noch Landstromanschluss. Zack, Wasserdeckel zum Wasserfüllen. Und hier gibt es auch eine coole Option für Solar. Also wir können hier noch eine zusätzliche Dose verbauen, um ein Solarpanel anzuschließen. Vorne haben wir ja ein Solarpanel fix verbaut, das ist auch eine Option, wird aber von den Kunden immer gewählt oder nahezu immer. Wir haben ja 120 Watt Solarpanel dran. Ja, das reicht im Grunde, die Batterie zu laden, wenn das Wetter halbwegs mitspielt, jetzt gerade so im Winter, wenn es oft regnet, dann wird es vielleicht nicht langen, aber in der Regel im Sommer bei gutem Wetter ist man mit dem Panel schon recht gut autark. Weil wir gerade hier stehen, die Markise hier, die kommt vom Bushwaka aus Australien. Also die Australier sind ja im Thema Overlanding richtig gut. Die haben wir gewählt, weil die einfach komplett freitragend ist. Das heißt, wie man sieht, die braucht keine Abstützung. Die steht komplett frei und ist auch relativ windsicher. Das heißt, freitragend bis Windgeschwindigkeiten von 20 bis 30 km/h, komplett ohne Abspannen. Alles, was dann drüber geht, sollte man die abspannen. Da sind diese Laschen dran. Spannbänder sind immer serienmäßig dabei. Dann kann ich die hier einfach runterziehen. Gerade auch, wenn es regnet, dann läuft das Wasser hier schön runter. Die hat hier ein Klett dran. Der geht einmal rundum. Dann gibt es optional Seitenteile. Mit den Seitenteilen kann ich dann die Markise als Vorzelt umbauen sozusagen. Das wird dann... Die hat 13,5 Quadratmeter, das heißt, ich habe dann ein riesiges Wohnzimmer. Und die Seitenteile, die haben auch Fensteröffnungen, also das sind mehrere Elemente. Zwei davon haben Fenster, ein Element hat eine Tür zum Rein- und Rausgehen, immer mit Fliegengitter und allem drum und dran. So, hier haben wir das Licht noch, das habe ich ganz vergessen. Mach's mal aus, dann sieht man's. Zack, das ist auch immer serienmäßig bei der Markise dabei. Ich habe hier Gelblicht, kann das auch weiß machen, gerade wenn viele Moskitos sind am Meer. Weißes Licht mögen die nicht. Ja, das wäre es zur Markise. Jetzt gehen wir an die hintere Seite. So, hier ist unsere Leiter ins Schlafgemach, also in das obere Stockwerk vom Anhänger. Das ist natürlich das Herzstück von unserem Anhänger, das Dachzelt. So, jetzt ist natürlich bei unserem Anhänger möglich, jegliches Dachzelt zu montieren. Ich sage gerade auch, wenn ein Kunde vielleicht schon eins hat, dann kann man das da ganz einfach montieren. Das kann man auch selber machen, ist super einfach. Wir bieten standardmäßig Dachzelte von Autohome an. Die haben wir gewählt, zum einen, weil die lokal bei uns in der Nähe sind. Und zum anderen, weil die einfach qualitativ derartig hochwertig sind und somit auch zu unserem Anhänger einfach passen, weil unser Anhänger ja generell sehr hochwertig gebaut ist. Wir verbauen meistens eigentlich Dachzelte mit Hartschalenverdeck. Die bieten einfach eine gute Isolation für Kälte und Wärme. Das heißt, gerade auch im Sommer, die Haube ist isoliert, nach unten hin isoliert. Das heißt, es wird da nicht übermäßig heiß. Und auch wenn es mal kälter wird im Herbst, gerade wenn ich mal in den Alpen schlafen möchte, dann sind Temperaturen bis 5 Grad plus locker, ohne Heizung, ohne jegliche Schlafsäcke und so weiter möglich. Also das hält sehr gut die Temperatur innen. Hier sehen wir die Luxusvariante vom Dachzelt. Das hat einmal ein Dachfenster, ganz oben, also das kann ich aufmachen zum Lüften, gerade im Sommer interessant. Und klarerweise, wenn ich jetzt irgendwo stehe,
und schlafe bei gutem Wetter, kann ich nachts in die Sterne gucken, also ist richtig, richtig cool. Und das ist die 360-Grad-Variante, das bedeutet, ich habe hier einmal ringsum Fensteröffnungen, die ich aufmachen kann, die sind immer dann noch zusätzlich mit dem Mückengitter verschlossen. Ist aber einfach mega, weil ich kann einfach ringsum raussehen. Klarerweise kann ich die Fensteröffnungen zumachen, dann wird es stockdunkel beim Schlafen. Und jetzt kommen wir zum Highlight vom Dachzelt. Und zwar die Matratze. Standardmäßig liefert Autohome ja Matratzen mit. Die waren uns aber, um ehrlich zu sein, ja gut, die waren gemütlich. Wir haben gut drauf geschlafen, aber war uns einfach noch zu wenig. Deshalb haben wir uns dieses Jahr entschlossen, wir bestellen standardmäßig ohne Matratze und verbauen dann eine Naturmatratze. Die Naturmatratze wird bei uns im Nachbardorf von einem Schlafstudio gemacht. Die ist 100% natürlich, das heißt der Schaum, das ist ein Bio-Sojaschaum, der wird mit Vulkangestein aufgeschäumt und dann hat die noch einen Bezug drüber aus Biobaumwolle mit Zirbenfasern drin. Also das riecht richtig gut, fühlt sich super kuschelig an. Und die ist mega weich. Also ich muss ehrlich gestehen, ich schlafe auf der Matratze besser wie zu Hause. Und das hören wir auch immer wieder von Kunden, gerade jetzt auf der Messe, wenn die sich da reinlegen, das zu testen, die wollen dann gar nicht mehr raus. Also ist ein Traum. Und die verbauen wir standardmäßig, das heißt, ja, Schlaf, guter Schlaf ist bei uns sicher. Es war uns auch wichtig, weil ich möchte einfach nicht in den Urlaub fahren, mal 14 Tage weg sein und dann mit Rückenschmerzen nach Hause kommen. Hier sieht man die Matratze nochmal im Innenbett. Ist auch immer dieselbe, also richtig, richtig weich. Die hat 10 cm Höhe, ist auch überdurchschnittlich viel. Ganz viele Dachzelte verbauen hier irgendwo nur so 5 cm Schaummatratzen und das ist einfach ungemütlich. Es geht mal für ein paar Nächte, aber dann ist auch Schluss. So, was haben wir hier noch alles? Klar, unser Fenster sehen wir es mal von außen. Also ist auch relativ groß, gut zum Lüften. Hier haben wir die Außendusche. Ist auch eine Option, nimmt aber auch fast jeder. Ist gerade auch, wenn ich am Meer bin, wenn ich nachts dann oder abends ins Dachzelt möchte, kann ich mal die Füße da ein bisschen abwaschen, wenn ich gerade Sandkleben habe. Hier haben wir unser Außenduschzelt von Wikiwood. Das kann ich aufbauen, dann habe ich so ein Vorzelt. Es hat dann noch eine Regenhaube dabei, das heißt, ich kann mich hier auch umziehen, wenn es regnet. Ich kann das als Umkleidekabine nehmen, kann drin duschen und kann auch meine Toilette darin aufstellen. Wir haben da Toiletten von Trelino, Trockentrenntoiletten, also auch hier alles biologisch, ohne Chemie. Die stelle ich mir dann einfach in das Duschzelt hin. Und ja, kann da in Ruhe kacken. So, mach mal die Leiter ein bisschen weg. Dann kommen wir hier. Ist auch sehr cool. Auch hier die Leute, wenn ich die Tür öffne, gibt es immer ein lautes Wow. So, hier haben wir ein Mega-Staufach. Also viele von euch werden sich gedacht haben, ja, der hat ja richtig viel Stauraum. Aber dann schaut euch mal diesen Raum hier an. Also hier ist richtig viel Platz. Man kann die Trockentrenntoilette reinstellen, man kann seine Campingstühle, seine Tische reinstellen. Und das halt richtig cool, weil ich möchte einfach nicht die Stühle und den Tisch irgendwie in den Wohnraum, sage ich es mal, oder in den Raum, wo ich danach schlafe, irgendwie reinstellen. Oder ich möchte es auch nicht immer ins Auto packen und dann wieder rauspacken. Also so habe ich wirklich alles, was ich brauche, immer im Anhänger mit. Und ja, was ganz oft gefragt wird von unseren Kunden, warum verbauen wir zwei Achsen beim Anhänger? Ja, das ist ganz einfach zu erklären. Mal vorab, wir könnten auch als Einachser bauen. Machen wir aber in der Regel nicht, sobald die Kunden mal hören, warum wir zwei Achsen verbauen. Und zwar ist es einfach für den Fahrkomfort, hauptsächlich, sage ich mal. Der Anhänger läuft mit zwei Achsen einfach super ruhig nach. Der ruckelt nicht, der hopst nicht beim Fahren. Und das ist einfach super fein, wenn ich mal 300, 400, 500 Kilometer in den Urlaub fahre und ich habe da und hinten so ein ruckelndes Ding dran. Das ist einfach nervig.
Zum zweiten Teil ist es für die Offroad-Tauglichkeit auch sehr gut, weil ich habe durch die zwei Achsen hinten einen extrem kurzen Überstand, den wir zusätzlich nochmals mit diesem schräg zulaufenden Heck verbessern. Und das heißt, ich habe einen extrem guten Rampenwinkel hinten, aber auch vorne, was auch ganz viele vergessen, weil vorne in Richtung Deichsel ist auch richtig super, wenn ich einen guten Rampenwinkel habe. Gerade wenn ich über Hügel oder Kuppen drüber fahre, dass ich dann nicht gleich aufsetze. Den Rahmen bauen wir übrigens komplett selbst, also ist Eigenentwicklung, bauen wir alles im Haus. Sozusagen eine Eigenkonstruktion, die wir gemacht haben, auch hier mit den LED-Lichtern richtig cool integriert. Ist alles pulverbeschichtet, also wird gestrahlt und zweifach pulverbeschichtet. Eine Grundierung und dann noch die schwarze Farbe drüber. Der Aufbau hier ist auch alles Stahl, also richtig massiv. Alles komplett geschraubt, das heißt, wenn wirklich mal irgendwo was kaputt wird, ich fahre irgendwo dran, dann kann ich alle Teile tauschen. Auch hier alles pulverbeschichtet, mit Edelstahlschrauben verschraubt. Die Scharniere hier sind auch alles Edelstahl. Also wie man sieht, ist wirklich hochwertig gemacht. Die Türprofile hier das Alu. Hier verbauen wir ganz normale Dichtungen aus dem Automobilsektor. Und ja, die Verschlüsse hier hatte ich ja anfangs schon erwähnt, sind Alu-Verschlüsse. Kann man einstellen, also ich kann hier den Anpressdruck gut einstellen. Ja, das wäre es eigentlich. Also jetzt kommen wir natürlich zu einem der wichtigsten Punkte und das ist der Punkt, den die Kunden immer gleich anfangs ansprechen, was kostet das Ding? Jetzt sage ich euch mal, wie das preislich bei uns abläuft. Also wir haben einen Basispreis vom Basisanhänger, der liegt bei 22.000 bis 23.000. Da habt ihr aber, um ehrlich zu sein, noch nicht sehr viel dabei. Das wäre der leere Anhänger mit Küchenblock und Kühlschrank. Dann kommt optional das Dachzelt dazu. Da haben wir mehrere Modelle von Autohome oder einer bestellt ohne Dachzelt, wenn er selber schon eins hat. Dann kommt die Markise dazu, dann kommt das Seitenmöbelstück dazu, der Auszug. Ja, Batterieoptionen hatten wir nicht. Also wir haben ja standardmäßig diesen Gel-Akku drin, bieten aber klarerweise auch Lithium-Ionen-Akkus an. Den kleinen mit 100 Amperestunden oder den großen mit 165 Amperestunden. Damit ist man richtig lang autark. Und die kosten natürlich extra. Dann haben wir Außendusche und. Also man kommt hier, ich sage mal, wenn man so eine gesunde Ausstattung, sage ich immer, also wo ich Markise und Dachzelt und so dabei habe, dann kommt man so um die 30 hin. Wenn ich jetzt Top-Ausstattung wähle mit allem drum und dran, dann komme ich irgendwo um die 37.000, 38.000. Naja, es gibt dann natürlich immer Kunden, die wollen alles und noch mehr und dann kommt man auch schon mal auf 39 bis 40 hin. Da ist aber irgendwann Schluss. Also dann hört der Spaß schon mal auf. Lackierung, wir machen alle Farben. Also wir lackieren alle Farben. Alle RAL-Farben sind kostenlos. Metallic-Farben oder gerade Wagenfarben. Wenn einer einen silbernen Audi hat, dann können wir genau dieselbe Farbe lackieren. Das dann immer auf Anfrage, das kostet dann extra. Müssen wir dann immer abklären mit dem Kunden. Bereifung haben wir übrigens auch verschiedene Optionen. Das hier die Offroad-Bereifung mit 14 Zoll Felge. Standardmäßig verbauen wir eine 13 Zoll Felge mit Allroad-Bereifung. Das ist so mehr so ein Straßenprofil, so eine Mischung. Und wer jetzt dann wirklich eine kleine Garage hat, also sprich unter 2 Meter Höhe, da können wir eine 10 Zoll Bereifung verbauen. Ich mache den Anhänger jetzt nochmals zu und sage euch dann mal was zu den Außenmaßen. Schaut mal, wie schnell das geht. Das ist einfach ein Traum. Wenn ich abends zum Schlafen gehe, dann habe ich innerhalb von 2 Sekunden auch das Bett. Seht ihr jetzt auch nochmal. Es wird jetzt laut. So. Einmal entsperren und zack, rein. Machen wir die Tür zu. So, die Markise lasse ich jetzt offen. Markise zuzumachen geht
im Grunde noch schneller wie das, was ihr gerade eben gesehen habt. Einfach die Spannseile hier und vorne aufmachen, hier die Bügel reinklappen, die Bügel vorne reinklappen, Stoff aufrollen und den Sack zumachen. Also es ist eine Arbeit von nicht mal einer Minute. Wenn man ein bisschen geübt ist, dann geht es auch noch schneller. Also wirklich auch hier ganz cool und ganz schnell. Jetzt mit der Markise offen wirkt der Anhänger immer noch relativ groß, der ist aber richtig, richtig klein. Also wir haben eine Gesamtlänge von 2,60 Meter bis hier, 3,40 Meter inklusive Deichsel. Das heißt, es ist kürzer wie ja, fast jedes Auto, würde ich sagen. Die Breite liegt bei 1,70 Meter ohne Markise und ca. 1,90 Meter mit Markise. Also ist auch von der Breite recht schmal. Das war uns einfach wichtig, dass der Anhänger an jedes Auto angehängt werden kann und dass ich da einfach ja auch gerade im Offroad-Bereich nie Probleme habe mit der Breite. Zur Höhe, die Höhe variiert klarerweise von der Bereifung. Wir haben hier mit der Offroad-Bereifung und Dachzelt eine Gesamthöhe von ca. 2,15 Meter. Mit der Standardbereifung und einem anderen Dachzelt zum Beispiel würden wir auch auf 2 Meter, 2,05 Meter hinkommen. Ist natürlich auch super, gerade wenn ich eine Tiefgarage fahren möchte oder ich möchte durch diese Balken durchfahren, die man oft auf den Parkplätzen findet, gerade in Italien, dann kann ich da einfach reinfahren. Hat in jeder Garage Platz, nimmt wenig Platz weg, ist im Unterhalt sehr günstig, zahlt kaum Steuern, kaum Versicherung. Und ja, also richtig, richtig klein. Wir verkaufen auch viel für E-Autos, natürlich interessant. Der Anhänger wiegt zwischen 700 und 950 Kilo, je nach Ausstattung. Der hier jetzt zum Beispiel liegt bei 930, hat aber jetzt schon Maximum-Ausstattung drin. Das heißt, ich kann den auch noch mit praktisch jedem E-Auto ziehen, funktioniert super. Wir haben da auch mehrere Tests gemacht zur Reichweite. Also ich verliere da irgendwo zwischen 15% und 20% der Reichweite, was schon recht gut ist. Ja, das war's zu unserem Campinganhänger vom Black Camp. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. Ich hoffe, der Anhänger gefällt euch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns an, schreibt uns auf Instagram, folgt uns auf Instagram und besucht uns gerne auf den Messen. Bleibt dran und ja, ich hoffe, wir sehen uns. Macht's gut, tschüss!